Hallo und herzlich willkommen hier zum Pre-Release-Vlog von Schwert und Schild. Wir waren ja in Frankfurt mit der ganzen Crew. Der gute Dario war dabei, die Karin, Plaschi, Stefan von Pokémon JM und viele, viele weitere. Und ja, wir haben euch mal das ganze Wochenende so ein bisschen mitgenommen. Das Ganze wird heute so ein bisschen Voice-Over-Style-Vlog-mäßig. Also was ganz Neues, was ich mal ausprobieren wollte. Und ich würde einfach mal sagen, viel Spaß mit den ganzen Impressionen vom Wochenende. Am Anfang hat uns Dario ein bisschen verunsichert, weil die Tür hat so einen kleinen Kniff und Dario dachte, wir wären in einer falschen Wohnung gewesen. Waren wir aber nicht, aber verunsichert hat er uns am Anfang trotzdem. Nee, das ist doch der hier, oder? Nein, wir müssen noch einer oben. Safe? Ich meine schon. Sicher? Und wir sind jetzt wieder. Sind das meiner oben? Ja, wir sind noch einer oben. Ich doch. Nein. Ah. Ja, will ich doch. Das ist, die obere, also ist doch die. Okay, dann hattest du recht, du bist toll. Guck mal, das andere Zimmer. Das ist ja der Hammer, Dario, das ist ja... Hast du schon den Geheimgang gesehen, Alter? Also, falls du nachts Langeweile hast, ne? Hier rüber. Mein Fenster ist offen. Es gibt dir dann schicken Nuggets, Alter, das ist so heftig. Oh mein Gott, Alter. Na, was geht? Ihr fällt eure Haare bunt. Machen wir es bunt? Ja. Bunt, bunt. Wann? Weiß ich nicht. Das entscheidet dann... Das müssen wir irgendwann mal entscheiden. Hand drauf. Hand drauf. Ich hab da kein Problem mit. Ganz ehrlich. Ich schon. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus, Dario. Hallo! Hey. Seid ihr gut drauf oder was? Hey. Oder was? Hey. Hallo! Wolltest, hallo! Lange Umarmung, jetzt geht's ab. Hallo! Hallo. Nachdem das eine beschlossene Sache war, sind die anderen noch so langsam aber sicher alle eingetrudelt und wir haben uns entschlossen, nach Frankfurt reinzufahren, um essen zu gehen. Bist du nicht da mit der Kinderschokoladenwerbung? Geil, geil. Richtig. Ein Schmecker-Tipp vom guten Ehrenlando. Mach du jetzt! Wie ist es dazu gekommen? So. Susi und Strolch. Wie war's? Gut. Das ist wichtig. Die Emotion von mir. Okay, das ist besser geworden. Ich war einfach nur nicht. Ich soll auch einen Schluck Minze nehmen. Hast du das auch? Nach dem sehr guten Essen und den sehr lustigen Ereignissen sind wir dann zurück zur Unterkunft gefahren, haben da noch einen sehr gemütlichen Abend miteinander verbracht. Und ja, dann ging es auch schon am nächsten Morgen los zum Pre-Release. Schmeilando. Schmeilando, amigos, adios. So. Dario, hast du Bock? Aber sicherlich doch. Pre-Release hype, let's go. Habt ihr Bock? Ja, klar, immer. Lina sagt einfach gar nichts. Gewinnst du heute, Stefan? I guess so. Nicht. Das wird nicht passieren. Sad noises. Hallo! Du kommst ja. Jetzt. Ah! Ist ja! Nimm's. Oh, ich liebe dich. Was meinst du? Was siehst du? Was siehst du? Gottraum und gar nichts. Ja, Dario, was habe ich dir gesagt? Was habe ich dir gesagt? Hast du Gottraum? Okay, ja! Ich betone, da glitzert's, da glitzert's! Schick, schick, schick. Okay. Nur das Morpeko kann ich leider nicht spielen, weil ich kein Morpeko wie gezogen habe. Leni, zeig mal dein unverschämtes Lack, was du hattest. Also, ich fange mal von Voice nach. Wir haben ein Leni Rock wie. Dann haben wir ein Kurtel wie in Full Art und der Premium Hit, ein V-Max Lapras in der Dynamax Form, die leider nicht spielbar ist, weil ich das V-Max Lapras nicht gezogen habe. Also im Endeffekt einfach nur unverschämt. Dennis, zeig mal deine Ausbeute. Ja, ich habe hier zwei Hits. Und zwar habe ich einmal Humanoid V und Samazenta V. Nice.
Nachdem wir dann die Decks gebaut haben, ging es auch direkt rein in die ersten Runden. Und ja, es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht zu spielen gegen die ganzen Leute. Und Fun ist auf jeden Fall immer garantiert bei den Pre-Release-Turnieren. Nachdem wir dann alle fertig waren mit dem Spiel, haben wir natürlich unsere Preisbooster aufgemacht. Da war jetzt nicht wirklich was Krasses drin, aber wir haben uns noch ein bisschen im Laden umgeschaut und da waren einige coole Karten noch dabei. Eigentlich müsste man die Deutschen mitnehmen zum 20 Mal. Die Juraks? Ja, ja. Dauert halt. Warst du? Nee, nee. Ich kauf. Nee. Holst du dir? Also die habe ich vorher auch gesehen. Doch, ja, sie ist okay. Also wenn du sie Englisch. Wenn du sie für die Sammlung haben willst, selbst, dann ist es okay. So, wir sind jetzt hier nach dem Pre-Release. Ich habe gerade die Kamera Cardbodies geschnappt. Dachte mir, jo, damit nehme ich was auf. Was ja, passiert heute noch? Weiß ich nicht. Wird sie sehen. Vieles? Vieles. Kauf sie. Mal, hast du eine Glurak zu Hause? Nee, ja, dann wie viel ist sie denn wert? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das Altaria Shiny aus Schwarz und Weiß. Das ist ja. Die, Alter, die ist ja auch einfach nur schön. Ja, die ist mega geil, pretty. Die Secret Rare Karten. Richtig geil. Erholst du dich das? Das Deutsche? Ja. Ist das Base? Ja. Ja. Aber voll weg. Hol es dir raus, Jung. Aber mehr als 20 Euro. Stolzer Besitzer eines Gluraks gleich. Ja, ja, muss ja noch bezahlen. Ne? Wie fühlst du dich? Ja. Ist ein Schnapper, ne? Ist okay. Also ganz ehrlich, 20 Euro für die Karte, ich meine, okay. Man sieht es ja hier, die ist zwar damaged, ne? Aber 20 Euro für ein Base-Set Glurak? Da kannst du nicht meckern. Das ist okay. Da kannst du nicht meckern. Das kannst später deinen Kindern erzählen, die sagen sich, was? Für 19 Euro? Ich hab die selber gezogen, Dario. Porsche Cayman S. Ja! Ich bin reich. Damit ging das Pre-Release an sich auch zu Ende. Wir sind dann nochmal in die Unterkunft, haben da ein bisschen gechillt, auch wieder nichts gefilmt, sind dann zum Santino aus dem Discord, der hat in Frankfurt ein Restaurant mit seiner Familie. Sehr, sehr schöner Abend, auch liebe Grüße nochmal an dich, war wirklich schön, dich zu treffen. Und am Ende gab es noch das Match gegen Leni, da hatten wir ja noch ein Battle offen von einem Pack-Battle. Alles, ja. Alles. Ja. Alles. So, das ist Apfelsaft. So, wir sind jetzt natürlich, ich weiß nicht, falls ihr das Battle gesehen habt, ne? Gegen die Leni, wir haben ja unentschieden gespielt. Das heißt, wir haben das ganze Tag im Endeffekt, ja, jetzt sind wir hier bei diesem Battle und schauen uns das Ganze jetzt mal an hier, Leni. Jetzt rollen die Köpfe, würde ich auch mal sagen. Hinter der Kamera ist auch unser guter Michi. So, hallo. Würde ich sagen, einfach nur, achso, nee. Wollt ihr deine Sammlung sehen? Auf ein gutes Match. Ach, der ist ein bisschen anders. Gönnen wir gar nichts. Meine Damen und Herren, es geht los. Die Jubelschreie aus dem Stadion. Ja. Und die Musik. Ich will dir aber noch Hoffnung machen. Er wird keinen Kopf werfen. Ja. Er wird keinen Kopf werfen. Nein. Bitte nicht. Oder er macht, okay, 280. Vier Booster. Damage mit einem Hammer. Wieso hast du die ganzen Energien jetzt ranlegen können? Wegen seiner... Nein, ich hatte da schon drei Energien. Wer will die Fanny konnte? Wegen dieser... Nee, das war ein gutes Spiel. Darf ich mit deinem Deck gegen Sascha kämpfen? New Challenger appeared! Ja, GG zum Psyana GX, ne? Geil, Dennis, ich hab unser Inventar erweitert. Die 2-Euro-Karte. Was? Ich hab unser Inventar erweitert. Ja, Psyana GX. Halt das war dann das Battle, das konnte ich zum Glück auf mich entscheiden. Und ja, wie gesagt, der Abend war auf jeden Fall noch sehr, sehr gemütlich. Und am nächsten Morgen, nachdem wir alle verabschiedet haben, sind wir noch zu uns ins Studio gefahren. Und jetzt seht ihr auch zum ersten Mal unser neues Cardbuddies Studio. So, jetzt kommt der Moment. Kommt der Moment der Wahrheit. So, das erste Mal, dass ich diesen Schlüssel hier reinmache. Nee. Ja, klar, wir haben es ja schon gesehen. Aber das erste Mal, dass ich die Tür richtig selber aufmache. Leute, oh mein Gott. We did it. Here we are. Das ist dann jetzt unser Büro für die nächste Zeit. Beziehungsweise fürs komplette Jahr. Und ich glaube mal, das wird eine coole Sache. Schau mal. Quatschen einfach nur mit Dennis, wenn der noch da ist. Rein. Wir kommen noch nach, weil der Kraft nicht selbst kommt. Ja, aber. Sie ist nicht installiert. Ja, Dennis holt gerade einen anderen Schlüssel für dich. Karin, was sagst du dazu? Zu dem? Super geil, also wirklich. Ich dachte, Cash gemacht! Was? Dennis! So, ne? Hier Karin hat da hinten schon eine Ecke, die gut ist. Karin fühlt sich wohl.
Du hast Spaß, Karin, ne? Ja. Du hast richtig Spaß. Hast du noch nie einen eigenen Teppich? Das ist die Cardboard Collection. Ja, das ist ein neuer. Nichts Opening machen dann so. Aber nur so. Aber kann ich mir wenigstens hier nur so ein kleines. Ja, also du kannst es dreifach zusammen okay. Und du redest. Hier wird dann irgendwann mal der nächste große Cut bei dem Livestream starten. Da können wir auch mal mehr kommen. Herzlich willkommen im Cut Buddies Headquarter. Hello! Ja, nice. Voll krass, ne? So überlegt, dass er jetzt wirklich. Dass jetzt wirklich hier drinnen stehen gerade. Und das ist Cut Buddies. Das ist Cut Buddies hier. Jetzt Cut Buddies. Und jetzt? Ich würde einfach sagen, wenn euch der ganze Vlog gefallen hat, hier Pre-Release und ihr Bock habt auf mehr Content hier aus dem Space mit den ganzen Leuten hier, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Ansonsten konstruktive Kritik, wie gesagt, ihr seht demnächst mehr Vlogs hier auf dem Kanal. Demnächst kommt auch ein Vlog zum Schwert- und Schild-Release, aber die 1000 Booster aufmachen, eure Pakete verschicken und alles andere, ja. Der Hype ist da. Ja, auf jeden Fall. Wir werden euch auf jeden Fall mitnehmen auf diese Reise hier. In diesem Büro, wie wir das Ganze hier einrichten. Werdet ihr alles mitkriegen? Ansonsten checkt auf jeden Fall Instagram ab, da gibt es auf jeden Fall einige Storys immer. Ansonsten. Dennis? Ja, irgendwas? Achtung. Hi! Hashtag immerhin. Hallo! Say goodbye! Karin, hör auf, das Fenster ist nicht bezahlt! Wir holen dich am Sonntag wieder ab! Wir gehen dann noch mit der Futter! Hat sich der Schrank 2.0